So, hallo, servus, grüß Gott, jawohl und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Wir wollen jetzt mal einen Quickie machen und schauen in den Mittwoch hinein. Mittwoch ist ja schon wieder Bergfest, das heißt, ja, das Schlimmste ist geschafft und dann geht es schon wieder schön Richtung Wochenende. Halleluja! Na, und wir schauen jetzt mal, was bringt denn das Bergfest so mit sich? Was gibt es denn da ganz allgemein zu sehen? Was gibt es in der Liebe zu sehen? Was ist denn ganz besonders für dich richtig und wichtig? Und ja, was sagt die geistige Welt dazu? Und dann schauen wir nochmal mit meiner russischen Lesebrille. Was sagt denn da die schöne Eule aus dem Eulenglückseligkeits-Orakel-Kartendeck? Und da würde ich sagen, wir fangen ja auch schon gleich an. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. So, da sind sie schon. Die Karten sind am Start. Und dann wollen wir mal schauen, was gibt es denn für eine allgemeine Botschaft für dich, für den Mittwoch? Was darfst du wahrnehmen? Wieso ist das kleine Glück verkehrt rum? Okay, wir schauen, mischen mal und gucken. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast auch so schönes Wetter heute. Da passt's ja derweil. Na? Und dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht später nochmal irgendwie an die frische Luft kommen. Also, wir schauen mal die allgemeine Energie an. Was gibt's denn da? So schönes zu sehen mit der Hauptenergie. Jawohl. Schön, wenn du als Mann zusiehst, sieh dich da bitte auch als Mann. Es geht am Mittwoch um dich. Du hast etwas zu tun, du hast etwas wahrzunehmen. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, worum es da so geht. Aha, das ist ja wundervoll. Schau mal, die Störche, positive Veränderung, die Fische, alles ist im Fluss. Könnte natürlich sein, dass du am Mittwoch auch finanziell irgendwie ins Wachstum kommen kannst, also auch da mal die Antennen ausfahren, vielleicht mal mit dem Chef sprechen, na, mal fragen, wie zufrieden ist er denn so mit dir, na, und was ihm das wohl wert ist. Kann man immer mal machen, aber die Fische auch, alles ist im Fluss, Partner, Partnerschaft, die Störche, ja, eine positive Veränderung und Wachstum. Also der Mittwoch schaut ja im Allgemeinen schon mal sehr, sehr gut aus, dass ich dir hier und jetzt sagen kann, da geht ganz gewaltig was vorwärts. Also Antennen ausfahren, Energien wahrnehmen, nicht zurückschauen. Im Hier und Jetzt sein, na, schöne Dinge planen, aufpassen, was um dich herum so ein bisschen geschieht. Ja, was ist da los? Wo kann ich vielleicht ja, vorwärts kommen? Schöne Energie. Ich glaube, wenn du finanziell mal schaust, ob du morgen irgendwelche Weichen stellen kannst, ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp. So, okay, wir schauen aber natürlich jetzt in der Liebe vorbei. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Okay. Ja, das Haus, auch nochmal hier der Hinweis, ja, dass es in der Liebe schon so ein bisschen mehr in die Stabilität gehen darf. Vielleicht, ja, planst und machst du ja in der letzten Zeit schon irgendwie rund um einen Wunschpartner, ja, deine Sachen, dass du vorwärts kommst. Die Wolken, schaut mir aus, als käme da vielleicht auch Klarheit rein in Bezug auf eine Basis, ein Fundament in der Liebe, das ist ja das Haus auch. Da heißt es auch am Mittwoch ganz stark, achte auf deine Intuition mit der Eule, das ist dein innerer Wegweiser, der wird dich da zum Glück führen. Also nicht so viel denken, sondern mehr fühlen am Mittwoch. Glaube in Bezug auf deinen Wunschpartner, kann da am Mittwoch durchaus Klarheit reinkommen. Da kann etwas entstehen, da kann etwas wachsen. Von daher, gute Energien, freut mich sehr, das zu sehen, dass man sagt, wo du gerade in der Liebe im Unklaren bist, wo du nicht so wirklich weißt, geht es jetzt da für mich weiter oder nicht, kommt da auf jeden Fall mal Klarheit rein. Passt ja eigentlich auch ganz gut zur Hauptaussage, die wir da oben haben. Eine positive Veränderung. Denn die Fische ist ja auch so eine Karte für Partner, Partnerschaft, vielleicht ja auch so ein bisschen Seelenpartnerschaft. Alles ist im Fluss, Gefühle. Na, also vielleicht kommen da ja schon die Frühlingsgefühle heraus. Ja, das wäre natürlich auch schön. Wir schauen jetzt aber nochmal, was ist denn ganz besonders für dich richtig und wichtig? Wollen wir auch mal wissen. Hauptenergie für dich,
Okay, die Sense. So, da geht es jetzt darum, etwas abzulösen, abzutrennen. Da geht es auch gern mal um einen neuen Abschnitt. Ja, da schauen wir mal, wo, oh, ein neuer Abschnitt in der Liebe und um Ankommen und die guten Nachrichten. Also ich nehme jetzt die Sense absolut als einen neuen Abschnitt wahr, weil ich ja auch schon hier gesehen habe, da kommt irgendwie Klarheit rein bei dir, da geht es ums Wachstum. Generell ein neuer Abschnitt für dich, für dein Sein, für dein Vorwärtskommen. Denn Liebe, ja, auch heute oder am Mittwoch wieder das Thema Selbstliebe. Ja, da, der Anker, wenn es hier um dich ganz persönlich geht, ist auch das bei sich selbst ankommen. Ne? Nicht immer so viel im Draußen denken, machen, tun, für andere da sein, rund um andere denken, ja, an Situationen denken, wo andere was damit zu tun haben, dass du jetzt gerade gar nicht beeinflussen kannst. Ja, also denk an dich, schau, dass du stabil bist, das ist das, was du tun kannst, das ist das, was du in der Hand hast und dann geht es auch für dich vorwärts, weil hier ist ja auch der Reiter gefallen und der Reiter, der steht für die guten Nachrichten, der steht für einen positiven Aufbruch, der steht für einen positiven Ausgang der Dinge. Also auch hier eine schöne Energie für dich. Und jetzt fehlt auf jeden Fall noch die geistige Welt. Na, was hat die denn dazu zu sagen? Werde ich dir gleich erzählen. Ich mische und dann schauen wir mal. So. Okay, dann wollen wir mal gucken. Also einmal, zweimal, dreimal. Und eine Hauptenergie für die Botschaft. Auch hier die Wolken. Also hier schaut es mir schon sehr danach aus, dass am Mittwoch bei irgendwas Klarheit reinkommt. Ein Thema, das du hast, etwas, was du gerade mit dir herumträgst, was du lösen möchtest, ja, was dir vielleicht Stress macht. Da sehe ich auch schon die Transformation hin zur Liebe, zur Selbstliebe. Also auch hier die geistige Welt sagt, schau mal, dass du dir am Mittwoch deine Klarheit verschaffst über die Dinge, die so rund um dich herum sind. Schau, dass du in die Leichtigkeit kommst, schau, dass die Dinge im Fluss sind, schau, dass du stabil bleibst, ins Wachstum kommst, bei dir bist, das kannst du beeinflussen, das kannst du tun. Von daher ist eine sehr, sehr schöne Tagesbotschaft. Und jetzt fehlt ja noch die Eule. Die Eulichkeit des Tages. So, schauen wir mal. Huch. Okay. Also, seid ihr bereit? Ich lese euch vor. Bist du bereit, dich von deinem Leben überraschen zu lassen? Ja, sag jetzt bloß nicht, nee, lieber nicht, sondern sage ja, ich bin bereit und ich erwarte positive Überraschungen. Ich erwarte schöne Überraschungen. Ich erwarte vom Leben und von der Liebe schöne Momente, dass die auf mich zukommen dürfen, dass ich sie wahrnehmen darf, dass ich sie merken und spüren darf, dass mich mein innerer Wegweiser richtig lenkt und führt. Und dann bin ich bereit für die schönen Überraschungen des Lebens. Also das schaut doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Lassen wir auf jeden Fall mal so stehen. Na? Ja, dann kann der Mittwoch ja kommen. Dann gehen wir ja schon wieder steil Richtung Wochenende. Die Zeit rennt nur so dahin. Ich hoffe, es geht dir gut. Du tust genug Gutes für dich selbst. Wenn du Unterstützung brauchst von mir, kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Meine Nummer steht ja gefühlt überall. Einfach eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht. Ich freue mich auf dich. Wünsche dir einen tollen Tag. Bleib gesund, seid lieb zueinander. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.